Moin und herzlich willkommen zurück zu ARK Storytime. Mein Name ist Nico der Profi und es geht weiter. Und zwar fangen wir doch mal mit dem an, wo wir schon gerade draufstehen. Es gab eine Umfrage dazu, ob wir Pronto-Skins oder halt Brachio-Skins haben. Ich hänge fest. Dankeschön. Und ich blende die mal hier ein. Die sieht halt relativ eindeutig aus für den Brachio-Skin. Deswegen haben wir zwei Brachiosaurus hier bei uns in der Bay stehen. Haben wir das schon mal abgefrühstückt für heute. Ansonsten haben wir in der letzten Folge dieses wunderschöne Prachtexemplar von einem Megatherium gezähmt und dafür brauchen wir jetzt natürlich das entsprechende Männchen. Am besten mit einem besseren Eingriffswert als das Weibchen. Das sollten wir aber hinbekommen. Und dafür nehmen wir uns mal eben den Quetz hier aus dem wunderschönen Kühlschrank und fliegen dann mit dem Agi zu den Megatherien hin. Ich markiere mir die wieder einfach auf der Karte und wir suchen uns einfach mal das Beste raus. Das Beste. Ach ja, und übrigens Megatheriums ist übrigens auch richtig, habe ich gehört. Also von daher, beruhigt euch. Es ist die absolut richtige Mehrzahl von Megatherien. Megatheriums. So, auf jeden Fall haben wir den Quetz jetzt in der Tasche als Pokéball quasi, damit wir mit dem Agi schneller hinfliegen können, weil er deutlich schneller ist als der Quetz. Und mit dem Quetz werden wir uns einfach dann den Megatherium in die Base holen und den einfach wieder da ziehen. Dann können wir nämlich endlich mit dem Züchten anfangen für die Brutmutter und irgendwann mal die Brutmutter platt machen. Das sollte ja dann irgendwann in den nächsten Folgen der Fall sein. Ein Giga. Welches Level hat der? 25. Noch ein Giga. Level 70. Warte mal. 70 Female. 25 Male. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Die wird ja jetzt so schnell da keiner wegbekommen. Das können wir uns mal merken. Ich hatte nämlich noch nie einen Giga und ich würde mir eigentlich gerne mal einen ziehen. Für die nächste Folge haben wir doch was. Was machen können. Was sagt ihr hier? Level 20 und Level 20. Oh, ihr seid ja die Creme de la Creme der Megatheriums, die man hier auf der Map finden kann. Ach nein, das ist ein Female auch. Ach Leute, hätte eh nur 16 auf Angriff. Gut. Könnte das hier unser Göttergatte werden? Level 125 mit einem Angriffswert von... Das war das falsche Tier. 14, das ist ja der absolute Oberhammer. Das sind tatsächlich jetzt auch die einzigen über Level 100, die hier anwesend sind. Ich würde sagen, ich fliege jetzt nochmal ein bisschen rum und vergleiche nochmal die Level 90er von den Werten. Ja, vielleicht haben wir übertrieben viel Glück und auf einmal ist da irgendeiner bei, der halt schon echt einen guten Angriffswert hat. Was sagt denn... 9 in Angriff. Alles klar, wir nehmen uns einfach das Level 125er Vieh mit in die Base und zähmen das dann mal weg. Oh, nice. Immerhin. Es ist ein grüner Megatherium-Sattel. Oh, wie cool. Es ist sogar eine Blaupause, ne? Das ist sogar sehr gut. Hat 38,2 Verteidigung statt der üblichen 20, glaube ich. Immerhin. Erste Mal irgendwie, dass wir aus dem Drop was Vernünftiges rausbekommen. Ach, Moment mal, das Männchen hat hier nur 14 Punkte im Angriff. Das hat immerhin 16 in Angriff. Theoretisch könnten wir mit einem Männchen... Ach, egal. Also im Prinzip könnten wir das halt irgendwie versuchen zu übertragen. Und dadurch, dass es ja Level 130 ist, gibt es ja auch relativ viele Level oben drauf. Das heißt, der Wert könnte relativ hoch werden mit ein bisschen Glück. Deshalb nehmen wir uns, glaube ich, einfach mal das Level 100er mit. Das hat 16 immerhin in Angriff. Und ja, unser Weibchen hat ja jetzt schon 29. Also das heißt, wenn der Wert jetzt darunter ist, ist es irgendwie auch egal. Wir brauchen einfach nur ein Männchen, das wir breeden können. Let's go. Da ist er, der gute Quetz. Damit der Agi uns nicht wieder hinterherfliegt und total nervt, machen wir einfach folgend. Na, nee, warte mal, der droppt das Inventar, ne? Der droppt das Inventar. Haben wir irgendwas Wichtiges drin? Das Fleisch. Ah. Gut, jetzt können wir noch einsammeln. Level 100. Zack, du kriegst ein neues Zuhause. So, wir sind im Landeanflug auf das schöne Zähmgehege. Und da müssen wir mal gucken, dass wir den doch da wieder schön reinbekommen. Und beim ersten Versuch ist das Ding auch drin. Im Prinzip wisst ihr, was jetzt kommt. Deswegen sage ich einfach mal, Film ab. Schön, da liegt das Ding. Einfach mal ein bisschen Kibbel reinhauen. Was brauchen der? Wir machen mal so 10. Das sollte auf jeden Fall reichen, weil, ne, Singleplayer, ihr wisst das. Ihr wisst, was ich meine. Dann kann auch der Agi wieder rausgeschmissen werden und der Quetz hat seinen Dienst erfüllt und kommt wieder in die Kühlkammer. Wobei wir uns da auch noch einen zweiten zähmen könnten tatsächlich, weil der soll, glaube ich, von den Werten gar nicht so schlecht sein. Ich kann ihn jetzt nicht werfen. War auch wieder eine Aussage in den Kommentaren. Und wenn wir ihn dann auch noch imprinten, bekommt er wieder noch bessere Werte. Und dann können wir uns ihn quasi mit auf Scorched Earth nehmen, was er dann die nächste Map sein wird, die wir spielen. Und die Regel ist ja, dass ich nur 3 Dinos mitnehmen darf aus diesem Spieldurchgang quasi. Also mein Charakter wird halt übertragen, aber ich dürfte mir 3 Dinos mitnehmen. Und ich weiß noch gar nicht welche. Das wäre dann auf jeden Fall eine Möglichkeit bzw. Idee, einfach einen Quetz mitzunehmen. Ich glaube, der könnte uns echt weiterhelfen. In der Zwischenzeit, wo der gute Herr hier noch liegt, können wir mal eben nachgucken. Und zwar der sogenannte Frosch. Davon könnten wir einen gebrauchen. Und wir haben sogar relativ in der Nähe hier einen Level 140er. Oh,
Ja, Leute, ich weiß auch nicht warum. Weiß ich nicht. Tut mir leid. Passiert. Das Ding ist ja eh nur zum... Wir gehen einfach davon aus, dass es nicht über den Wert von 29 Uhr gekommen wäre. Ja, da gehen wir jetzt einfach ganz stark von aus. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, so einen Frosch können wir eben gebrauchen. Den werden wir uns, glaube ich, auch noch gleich holen. Denn wir haben noch den Cave im Sumpf. Und dafür würde sich auf jeden Fall eben so ein Frosch anbieten. Oder Megatherium, keine Ahnung was. Aber wir würden auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Zement wohl rausgehen. Das wäre also sehr, sehr praktisch, wenn wir das machen würden. Und deshalb, warum nicht? Haben wir wieder einen Kameraden, den wir mit in die Höhle nehmen können. So wie schon ein Skipper und Kowalski. Dann sollten wir da auch gut aufgestellt sein, denn mir graust es vor ein paar Höhlen. Die eine Unterwasserhöhle habe ich schon gemacht, die wir noch im Schneebiom haben. Die eine Höhle habe ich auch schon gemacht, aber nicht die große Schneehöhle. Und da ist der Megatherium fertig. Wahnsinn. Dementsprechend bin ich dann froh, wenn wir doch noch einige Caves machen können, in die wir dann Tiere mit reinnehmen können. Ja, in die Unterwasserhöhle können wir auch noch Tiere mit reinnehmen. Aber die zweite Unterwasser-Cave soll sich ja auf jeden Fall gewaschen haben. So, wir haben noch gar nicht auf die Werte geguckt. Die Werte wären bei 23. Ein Schämbe böses Ding hätte vielleicht sein können, dass es an 29 rangekommen wäre, aber niemals darüber. Nie im Leben. Nie im Leben. Dann gucken wir uns doch mal gemeinsam die Werte an. Kurzer Vergleich zeigt das. Ja, eigentlich wollen wir alle Werte von der Mutter haben. Und am besten ohne Mutation diesmal, weil bei den Rexen habe ich es ja ordentlich versemmelt, würde der familienfreundliche Kanal sagen. Da habe ich es ordentlich versemmelt. Egal, wir stellen ihn mal eben auf Paaren. Das heißt, in der Zwischenzeit können wir uns mal eben so einen alten Frosch holen. Ich würde nämlich jetzt gerne mit großen Schritten Richtung Boss gehen. Das heißt, dass wir jetzt auch mit großen Schritten Richtung andere Caves gehen, damit wir dann quasi auch demnächst auf Scorched Earth wechseln können. Aber wir werden natürlich uns die Zeit nehmen, um auch noch ein bisschen Schwachsinn nebenbei zu machen. Beziehungsweise einfach Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, wie ein Gigazähm in der nächsten Folge vielleicht. Das dürfte doch höchst interessant werden. Ja, sag. Jetzt schauen wir doch mal, wie wir den Kollegen hier rausgezogen bekommen. Der ist ja gerade noch irgendwie so ein bisschen im Wasser. Ich hoffe, der kommt mal an Land. Komm mal an Land, Digga. Ha, ha, ha. Du gehörst mir. Er sieht so ein bisschen aus, als würde er den Fallschirmspringer machen. So, und da treffe ich nicht. Was für ein Fauxpas. Der Profi sich an dieser Stelle erlaubt. Hoppe nicht weg. Verdammt nochmal. Zähme dich. Ich mache, dass du mich liebst. Da ist er all drin. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? 4 Minuten in der Schwangerschaft. Sehr schön. Mein Froschilein, ich komme. Peng, peng, peng. Pau, pau, peng. Er liegt noch gar nicht. Nochmal pau. Jetzt ist er bewusstlos. Sehr schön. Sehr schön. Was hat denn der überhaupt für Werte? 23 auf Angriff. Das ist gar nicht so schlecht. Und Gesundheit ist auch gar nicht so schlecht. Vielleicht haben wir doch da einen ganz guten Fang gemacht. Digga, was geht denn jetzt hier ab? Hä? Junge, was hast du denn für eine Schramme? Oh nein, ich brauche die Flinte. Ich brauche irgendwas an Großes, was Großes, was Großes. Ah, wo ist der Rex? Wo ist ein Rex? Der legt mir da jetzt nicht den schönen... Nee, Freunde. Ja, komm her. Ich glaube, es geht los. Wo brauchst du hier nicht meinen Frosch kaputt oder was? Was ist denn für ein Problem, Junge? Weg hier. Abflug. Flugsaurier machen. Schüssikowski, ich glaube, es geht los. Denke auch, hier bist der Barbo oder was mit deinem Level 130. Feierabend. Geht's meinem Frosch gut? Nee, du kriegst nichts mehr zu fressen. Du, was auf. Ich mach doch nicht 23 Level hier oben drauf. Kannst du ja komplett knicken. Also das macht mir ja schon wieder maximal sauer jetzt gerade. Einfach unfassbar viel Glück mit den Dinos jetzt beim Zähmen, ne? Letztens noch der Quetz und das hat mich ja eigentlich nicht aufgeregt. Aber jetzt, wo ich daran denke, dass ich ihn weiter züchten will, ein bisschen schon. Ah ja, übrigens, Helena. Ja? Wirst du diesmal freundlich sein, mich nicht unterbrechen? Habe ich mir gedacht. Noch eine Folge möchtest du nicht aussetzen. Was habe ich denn da jetzt geholt eigentlich? Ein Männchen habe ich da geholt. Dann holen wir uns jetzt mal in der Zeit, wo der da noch liegt, ein Weibchen. Weil dann können wir Sprachbug. Wer kennt es nicht? Weil dann können wir nämlich noch uns bessere Frösche machen und gut, warte mal. Jetzt muss ich noch einen Käfig für die bauen, damit ich die blöden Megatheriums nicht verliere. Ach nee. Da ist er. Level 157. Mal kurz checken, wie viel der von den Werten schon übernommen hat. Naja, nicht so viel. Ist aber nicht so schlimm. Den können wir zurück in die Zuchtkette bringen, wenn er so weit ist, dass er groß genug ist. Wir holen uns den nächsten Frosch. Ah ja, das könnte hier ein Grund sein dafür, dass Rexe sterben, die mir irgendwie noch halbwegs gehören. Das sind immer noch so Überbleibsel von vergangenen Zeiten. Komm, wir retten dich. Mein weiblicher Froschfreund. Das ist ja gefährlich da zwischen den ganzen Rexen. Ein neues Baby. Level 180. Was sagen die Werte, mein junger Freund? Also im Prinzip haben wir hier gerade alle Werte drauf, die wir nicht brauchen. Leben und Damage wurde noch nicht übertragen. Bei dem hier aber auch nicht. Das heißt aber, dass der eigentlich auch raus kann. Mit raus kann meine ich in der Regel tot. Tot kann der sein. Tut mir leid, kleiner heranwachsender Freund. Ach, ich kann dich ja gar nicht. Ich kann's schon.
mega fies. Aber das ist tatsächlich bei S-Plus die einfachste Möglichkeit, jetzt Dinos loszuwerden, die wir nicht brauchen. So hart das auch klingt. Oh, wieder, endlich mal wieder ein Frosch. Schon lange nicht mehr gehabt. Das ist so, es ist einfach so dämlich. Super Frosch. Probieren wir mal direkt aus gegen so einen. Okay, der macht halt nicht viel Damage, aber gegen die ganzen Käfer in der Sumpfhöhle wird er halt ganz gut sein. Ich fliege runter, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Tja. Viel zu früh. Ah, nice. Aber wir können davon auch schießen. Das ist sehr schön. Mir fällt jetzt gerade auf, wo ich den anderen Terzi hier unten sehe. Wir haben ein Level 130er Terzi da oben gekillt, ne? Der hätte vielleicht ganz gut sein können fürs Züchten für den Drachen. Hm, naja. Kann man nichts machen. Passiert. Okay, jetzt ist die Frage, die droppen ja wohl keine Eier, oder? Also jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich habe halt noch nie die Frösche gepaart. Wir probieren einfach mal aus. Wir haben heute in sehr kurzer Zeit sehr viel geschafft. Und deshalb nehme ich mir, glaube ich, einfach nochmal die Taucherausrüstung mit. Und wir gehen mal wieder ins Wasser und versuchen, glaube ich, nochmal an den Basilo ranzukommen, beziehungsweise wir suchen es erstmal. Okay, und leider ist das höchste Level, was wir aktuell finden können, Level 95. Welches Level hat denn der Basilo momentan, den wir jetzt haben? Der wäre Level 104, das heißt, es würde sich auf jeden Fall lohnen, nochmal den Tuso mitzunehmen und dann diesen Basilo zu holen. Weil den brauchen wir auf jeden Fall für die Unterwasserhöhle, damit die ganzen blöden Quallen und so uns nicht angreifen können, beziehungsweise einfach nicht abmounten können. Die mounten, abmounten, entsatteln. Sie können uns einfach nicht entsatteln. Das ist der richtige Begriff. Deswegen würde ich einfach mal sagen, let's go. Aber bevor es unter Wasser geht, holen wir uns noch mal ein paar Kryopods, damit wir dann den Basilo auch schön wieder verpacken können und den sicher haben. So, einmal bob, 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 bob. 3 Stück können wir herstellen. Sehr schön. Und fertig ist der Lack. Und das Schöne ist, bald müssen wir das Ganze nicht mehr am Dingens machen, sondern können das von zu Hause aus machen. Wenn wir die Brutmutter fertig haben, dann können wir uns endlich mal einen Tech-Generator bauen. Hatte ich auch noch nie. Und dann gehen solche Geschichten eben auch von zu Hause aus, was mega nice ist. Ach ja, nee. Ach, ich bin so blöd. Ach, und die regen auch keine Gesundheit, ne? Gut, 12k Leben ist okay. Aber ich muss ja noch die ganzen blöden Mantas wegbekommen. Ah, das ist ja so ein bisschen das Problem gewesen, ne? Letztes Mal auch. Viel Bewegung einfach. Viel Bewegung. Let's go. Kommt her, ich peitsche euch. Ach, der Tuso ist einfach so OP. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber das ist ein Level 90er. Hat mir nicht ein Level 95er gesehen? Ich habe tatsächlich den falschen angeklickt. Dann schwimmen wir da eben nochmal hin. So, einmal das letzte Mal gefüttert und das war's dann auch schon. Im Prinzip ist es beim Basilo einfach nur sehr, sehr viel Warterei, die man hat. Muss ihn jetzt zweimal füttern, aber hat sehr, sehr lange gewartet. 10 Minuten oder so. So, eingefroren das Ganze. Und dann müssen wir einmal den Agi wiederfinden. So, da steht er auch noch, wo ich ihn zurückgelassen habe. Sehr schön. Und einmal zum Agi ranziehen. Und dann haben wir es auch. Sehr nice. Wie dem auch sei, ich versuche bis zum nächsten Mal schon mal ein paar Megatheriums zu züchten, dass wir da vorankommen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt auch unsere Geheimwaffe für den Sumpf und unter Wasser sind wir gut aufgestellt. Ich würde sagen, das war's. Den Kanal kannst du jetzt hier abonnieren. Kannst einen Daumen nach oben da lassen, das hilft dem Kanal weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.